Willkommen bei Endeavil TV mit dem nicht 2000. oder 3000. Video, was wir feiern, sondern 20 Millionen Aufrufe. Ich glaube, ich habe das Video jetzt 3700 oder so jetzt verfasst. Ich habe noch 200 im Petto, die noch online gestellt werden müssen. Von daher, ich bin natürlich immer am Arbeiten. Das geht jetzt aber trotzdem sofort online, denn ich will euch ein bisschen zeigen, was die letzten 3,5 Jahre hier so auf Endeavil passiert ist. Und viele haben mich auch gefragt, womit mache ich eigentlich meine Videos oder und wo mache ich überhaupt meine Videos? Wie ihr sehen könnt im Hintergrund, das ist die Wohnung, wo ich wohne, und da sind noch ein paar Stühle und da werden normale Videos gedreht mit dem Grünen hier im Hintergrund, was ihr hier seht in meinem Garten. Ich mag es natürlich ein bisschen, wenn man in meinem Freien ist, denn vor allem mobile Gadgets benutzt man ja meistens unterwegs, nicht unbedingt im sterilen Einsatz zu Hause. Dann könnt ihr gleich sehen, da ist der Wintergarten, wo ich im Winter oder wenn es mal ein bisschen kühler ist, meine Videos drehe. Auch da ein bisschen natürlich schön der Flair von draußen. Und eigentlich hier oben die zwei Fenster, eins von denen ist mein Zimmer, da gehen wir gleich hoch und schauen uns noch ein bisschen an, von wo ich eigentlich arbeite den ganzen Tag. Mein Notebook habe ich jetzt nicht aufgebaut oder so, aber dafür ist auch recht viel Unordnung. Das heißt, ihr könnt sehen, wie ich meinen Alltag hier verbringe, denn es ist viel Stress natürlich, ständig alles hier im Überblick zu behalten, wann muss was zurück und so weiter und so fort. Und ich zeige euch gleich noch ein bisschen Einblick, was euch die nächsten Tage natürlich an Videos erwartet, denn ich habe hier noch einiges drin rumliegen. Also ich gehe jetzt mal hinter die Kamera, weil es ein bisschen leichter ist zu zeigen. Wir gehen mal kurz rein. Und dann seht ihr auch schon diesen Weg, habt ihr schon mal gesehen, wo ich zum Beispiel eine Sonos ausgepackt habe. Hier steht jetzt ein Fernseher von Samsung, der F8090, der sogar einen Nachfolger mittlerweile bekommen hat auf der IFA Preview. Aber ihr könnt auch sehen, ein LG-Fernseher mit 47 Zoll im Hintergrund, ein Vergleichstest natürlich und ein entsprechender Test der Software wird hier bald gemacht. Und was hier auf dem Stuhl liegt, ist auch ganz spannend, denn es ist einiges, was noch ausgepackt werden muss an Boxing-Videos. Also entsprechend auch hier zuhauf in den nächsten Tagen, die ich meistens natürlich auch dreisprachig mache, Deutsch, Englisch und Ungarisch auf meinem Tech2HUTV-Channel, denn ich komme ja ursprünglich aus Ungarn, deswegen haben wir hier natürlich entsprechend viel Inhalt. Ich habe hier noch ein Sony-Handy, eine Nvidia-Tasche rumliegen, eine Qualcomm-Tasche rumliegen, gerade hier auf dem Tisch. Hier wird meistens alles, was so ankommt, ein bisschen rumgepackt. Ich glaube, den Tisch habt ihr auch schon mal gesehen in einem Blackberry-Video von mir. Ein CES-Rucksack, ich war heute am Strand, deswegen hier ein bisschen ein Ball, beziehungsweise ein Bluetooth-Speaker steht noch draußen. Das Szenario kennt ihr ja auch, da kommt eigentlich normal, kommen normale Videos aus dem Winter. Jetzt gehen wir mal kurz hier hoch. Den Teil kennt ihr nämlich nicht. Treppen hochgehen in mein Zimmer. Das Wunderland, wo viele Boxen rumstehen und leider auch Klamotten, denn ich komme gar nicht dazu, hier mal zu bügeln und ähnliches. So. Gerade niemand zu Hause, von daher wunderbar ruhig hier. Ich müsste mal wieder die Päckchen hier aufräumen. Das meiste ist eigentlich schon ineinander verschachtelt, so dass ihr, also ich weiß noch ganz genau, wo alles ist, hauptsächlich. Aber naja, es ist ein bisschen schwer, trotzdem den Überblick zu behalten. Da zum Beispiel das Lenovo Yoga 11 als Verpackung. Und dann haben wir hier auch noch ein paar Boxen und Pakete, wo ihr entsprechend sehen könnt, ja, wie ich hier unterwegs bin und reise. Und naja, so komme ich meistens dann auch nach Hause, dass hier recht viel Unordnung ist. Dann habe ich hier meine Tastatur und Maus und meine drei Dell-Bildschirme, die ich auch schon mal gesehen habe, denke ich mal, die ich mir letztes Jahr geholt habe. Denn mit Pivot-Funktion, ich glaube 170 Euro habe ich letztes Jahr pro Stück gezahlt, sind es eigentlich gar nicht so teuer. Haben sogar noch einen USB-Hub drin. Das heißt, ich kann meine zwei Webcams zum Beispiel auch einfach anschließen, das ganze Zubehör, was ich möchte und so weiter und so fort. Also ganz praktisch, Steuern müsste ich auch noch machen. Aber das ist ja nicht unbedingt euer Problem, denn mit Bloggen kann man auch ganz gut Geld verdienen. Als Student vor allem ganz okay, aber so eine große Wohnung leiste ich mir natürlich nicht alleine. Ich wohne noch zu Hause, weil ich sowieso so viel unterwegs bin. So, ich hoffe, der erste Eindruck hat euch gefallen. Der Stuhl ist übrigens super bequem, war mein Geburtstagsgeschenk. Und ja, bin ich auch schon ein paar Mal drin eingeschlafen, wie es mein Kollege natürlich schon gesagt hat. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balazs Gál und ich hoffe, die nächsten 20 Millionen oder sogar 30 Millionen, dass wir insgesamt dann 50 Millionen haben, auf Endeavil werden bald erreicht. Natürlich könnt ihr uns abonnieren und ich denke mal, ich werde noch ein kleines Gewinnspiel auf Endeavil starten, beziehungsweise auf techhive.de solltet ihr auch mal reinschauen, denn in dem, auf der Seite haben wir jetzt ein großes Gewinnspiel zum Redesign. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, ihr habt mich abonniert und es folgen natürlich wie immer noch viele weitere Videos, die ihr schon unten gesehen habt, zu viel Technik und das Ganze habe ich jetzt aufgenommen mit einer GH3, aber mit einer GH2 von Panasonic, die Lumix-Serie, bin ich auch ganz zufrieden und die habe ich auch noch und die wird auch weiterhin verwendet. Von daher, tschüss!